Also sowohl gut ausgebildete Hausärzte wie auch Hautärzte sind die primären Anlaufstationen, wenn wir vom Hautkrebs sprechen. Im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung beim Dermatologen werden die Patientinnen und Patienten gebeten, sich zu entkleiden. Und dann schaut man sich wirklich die Haut von oben nach unten an und beurteilt jedes einzelne Muttermal oder jede Pigmentläsion zuerst einmal mit dem freien Auge und dann auch mit einem sogenannten Dermatoskop. Das Dermatoskop ist eine spezielle Lupe, die dafür entwickelt wurde, genau diese Läsionen zu beurteilen. Also man sollte unbedingt seinen Hauttyp erfragen. Man sollte der Ärztin oder dem Arzt unbedingt mitteilen, ob es schon Melanome in der Familie gegeben hat oder ob man selber schon einmal an einem Melanom erkrankt ist. Und natürlich auch die Anzahl der Sonnenbrände in der Kindheit sind für uns Ärzte eine sehr wichtige Information, die wir erfahren wollen.